9/11 und die Hinterbliebenen oder Happy Birthday Terrorlüge. Du wirst 10 Jahre alt. Am 11. September im Jahre 2000 war die Welt noch in Ordnung. Man konnte sich voll und ganz auf den Geburtstag des Kaisers konzentrieren, Beckenbauer. Ein Jahr später schoss man sich mit der Freude über dessen Geburtstag ins Aus, denn alle Welt saß in Angst vor dem Dritten Weltkrieg vor dem Fernseher, um eine zur US-Primetime live übertragenen Spitzenbegegnung mitzuerleben. Die Champions League in Sachen Terror war angetreten, Al-Qaida gegen USA. Wie die Partie ausging, ist bekannt. Gar nicht. Sie geht bis heute in die Verlängerung und die Regeln werden ständig nachgebessert. Medial sprechen wir, wenn wir über den 11. September reden, von einer Zäsur einer Zeit vor und nach dem 11. September. Ähnlich wie vor und nach Christus. Historische Nägel mit Köpfen. Wenn man sich heute, 10 Jahre nach dem warmen Abriss des World Trade Centers, noch einmal vor allem die TV-Berichterstattung ansieht, fällt einem auf, dass das Verbrechen des Jahrhunderts, wie es bis heute genannt wird, diverse Rekorde zu bieten hatte. Es wurde live übertragen. Es wurden mehrere Flugzeuge parallel als Tatwaffen eingesetzt. Es stürzten 3 Wolkenkratzer durch Brand über der eigenen Grundfläche ein. Es wurde kein Widerstand geleistet, sprich freier Fall. Es wurden 3 Fliegen mit 2 Klappen geschlagen, will sagen, es reichten 2 Flugzeuge, um 3 Wolkenkratzer einzuäschern. Turm 2, der zuletzt getroffen wurde, sackte vor Turm 1 in den Grund, obwohl der länger brannte. Die gesamte US-Luftverteidigung war am 11. September irgendwie auch nicht auf ihrem Posten. Es blieben alle Verantwortlichen in ihrem Amt und wurden sogar befördert. Es war der Superpower, den Vereinigten Staaten von Amerika, nicht möglich, während der ersten 120 Minuten der Entführung auch nur einen Abfangjäger wenigstens in die Nähe New York Citys zu bekommen. Es wurde Gepäck am Flughafen nicht in eine der Unglücksmaschinen geladen, allerdings nur eine Tasche des Hijackers. Es wurden Millionen Dokumente vernichtet und doch konnte der Pass eines Attentäters, der in der Terrormaschine saß, unverbrannt aus den Trümmern des Tatorts geborgen werden. 15 der 19 Attentäter reisten über dasselbe US-Konsulat in Saudi-Arabien ein. 15 von 19 Visa waren fehlerhaft. Und es fanden an diesem 11. September 2001 sage und schreibe 7 militärische Großmanöver über den USA statt, die unter anderem als Übungsziel annahmen, dass das World Trade Center durch 2 entführte Passagiermaschinen angegriffen würde. Eine Übung. Die soeben erwähnten Aussagen sind wahr. Sie sind nur die frappierendsten im Fall 11. September, aber sie sind bei weitem nicht die einzigen Informationen, die den Anschlag so historisch einmalig machen. Es gibt ein ganzes Telefonbuch solcher Merkwürdigkeiten bezüglich des 11. Septembers, aber die dazu bestehenden Fragen werden nicht gestellt. Jedenfalls nicht in und von der Öffentlichkeit, nicht von der Presse. Dabei könnte sie jeder stellen, denn sie ergeben sich aus dem über 600 Seiten starken Abschlussbericht zum 11. September, veröffentlicht im Jahre 2004 im Auftrag der US-Regierung. Klassischer Journalismus, nämlich bei suspekten Geschehnissen mit Fragen so lange nachzubohren, bis Antworten folgen, die nicht an Märchenstunde erinnern, klassischer Journalismus ist seit dem 11. September irgendwie keinen Pfifferling mehr wert. Wir alle spüren, dass aus einer wahren Welt eine wahren Welt geworden ist. Und die heißeste Ware sind Nachrichten, nach denen man sich nicht mehr richten kann, denn sie sind absurd. Absurd im Sinne von, die Macher sind, wie wir, die Konsumenten, irgendwie auf Droge. Mediendroge. Wir, die Medienjunkies, reagieren nicht mehr auf Inhalte, sondern nur, wenn man uns die Fernbedienung wegnimmt. Fernbedienung heißt ja Fernbedienung, weil man uns via Bildröhre damit aus der Ferne bedient. Deshalb tut sich sehr wenig, wird sehr wenig Druck auf alle Regierungsvertreter ausgeübt, um den 11. September endlich zu untersuchen, wie man das bei klassischen Mordfällen mit nur einer Leiche macht. Dass das nicht geschieht, hat diverse Gründe. Einer ist, dass man ausgerechnet in einer Gesellschaft die Meinungsfreiheit als wesentlich für die Demokratie versteht, dass man Meinungsfreiheit zu gewissen Themen nicht mehr zulässt. Der 11. September ist so ein Thema, ein Tabuthema. Wer das, was eben die Massenmedien weltweit vor die Füße werfen, nicht dankbar aufnimmt wie ein Hund einen Knochen und dann winselnd in seiner Ecke verschwindet, bis man zum Gassigehen ruft, der ist ab sofort ein Verschwörungstheoretiker. Eine Verschwörungstheorie ist eine Erklärung zu einem komplexen Ereignis, das, wie der Name schon sagt, von einer Verschwörung ausgeht und diese nicht beweisen kann. Daher Verschwörungstheorie. Und ja, es gibt zum 11. September zahlreiche Verschwörungstheorien. Die bekannteste ist die offizielle Version. Denn wesentliche Fragen zum Hergang, zur Finanzierung, zur Logistik, zur Planung und zu den Tätern und zum Kopf der ganzen Operation Osama Bin Laden können nicht wirklich beantwortet werden. Offene Fragen wurden im Abschlussbericht vor 6 Jahren immer dann durch Spielszenen ersetzt, wenn man sich nicht sicher war. Damit ist der 9/11-Report kein Tatsachenbericht, sondern ein Drehbuch, Fiktion à la Hollywood. Merke, Osama Bin Laden ist zwar seit ein paar Wochen offiziell tot, wenn auch ohne aktuelles Foto, und auf die DNA, die uns die USA liefern wollten, wartet die Welt bis heute noch, aber Osama Bin Laden wird bis heute noch nicht einmal vom FBI, sprich der amerikanischen Bundespolizei, mit den Anschlägen in Verbindung gebracht. Im Abschlussbericht 9/11 wird er trotzdem als der Mann benannt, der sich den Supercoup des Jahrhunderts alleine ausgedacht hat.
Warum? Weil es passt und weil man uns das schon in den ersten Stunden des 11. September via TV-Gebetsmühle in alle Hirne implantiert hatte. Und der Trick funktioniert. Geht man auf die Straße und wirft zum Beispiel dem Durchschnittsamerikaner den Brocken 9-11 hin, folgt wie ein Pavlov-Reflex der Ausspruch Osama Bin Laden. Man muss Verständnis dafür haben, denn selbst die Bürger New York Citys haben, wenn es um den 11. September geht, ein Problem mit Bild, also TV-Bild, und parallel dazu ein Bildungsproblem. 52% der Einwohner des Big Apple haben noch nie etwas von der Existenz des über 140 Meter hohen World Trade Center 7 Gebäudes gehört, das am 11. September ja auch Stunden nach dem Zwillingsturm einstürzte. Zwar ohne je von einem Flugzeug getroffen worden zu sein, aber so heißt es im NIST-Report, einer Art amerikanischen TÜV, da umherfliegende Trümmerteile der Twin Towers die oberen Etagen des World Trade Center 7 in Brand gesteckt hätten. Das World Trade Center 7 wäre in vielen Städten der Welt das höchste Gebäude des Landes überhaupt. Es würde zum Beispiel in Frankfurt am Main die aktuelle Banken-Skyline locker überragen. Aber trotzdem wird dieser Wolkenkratzer im Abschlussbericht zum 11. September noch nicht einmal erwähnt. Nicht wichtig genug oder eben generell unbekannt, denn anders als L.A. mit Hollywood, die amerikanische Filmstadt, ist New York City die Hauptstadt des Fernsehens. Und im Fernsehen wurde das Zusammenstürzen von WTC 7 nie wirklich gezeigt. Und was im Fernsehen nicht gezeigt wurde oder wird, ist für den New Yorker eigentlich gar nicht existent. Ob er von den Anschlägen überhaupt erfahren hätte, wenn das Drama mit Osama nicht via TV live übertragen worden wäre? Kommen wir zu einem ganz anderen, wesentlichen Detail des 11. September. Kommen wir zu der Idee, diesen Super-Terroranschlag überhaupt untersuchen zu wollen. Professionell. Wessen Idee war das eigentlich? Ein Wunsch der Regierung? Bei weitem nicht. Die Bush-Regierung hatte überhaupt kein Interesse an einer Untersuchung, im Gegenteil. Und so mussten erst 15 Monate vergehen, bis eine Kommission zusammengestellt wurde. Bis dahin war freilich wertvolles Beweismaterial zur Seite geschafft. Die eigentlichen Initiatoren der Untersuchungskommission waren die sogenannten Witwen von Jersey. Vier Frauen, die in den Zwillingstürmen Menschen verloren hatten. Sie machten so lange in der Öffentlichkeit Druck, bis George W. Bush und seine Mannschaft nicht mehr anders konnten. Bisher hatte das Weiße Haus ganz offiziell eine solche Untersuchung abgelehnt mit der Begründung, man könne dieses Jahrhundertverbrechen nicht untersuchen, da man zu beschäftigt sei, die Täter zu finden. In einer Sitcom wäre ein solcher Satz mit einem Lacher unterlegt worden. Testen wir das mal. Wir können die Untersuchung des Jahrhundertverbrechens nicht durchführen, da wir zu beschäftigt sind, die Täter zu finden. Als diese schizophrene Begründung nicht ausreichte, um die Witwen zu stoppen, schindete man mit einem weitaus perfideren Satz wertvolle Zeit, in der Hoffnung, die Welt würde zur Tagesordnung übergehen, sprich warten, bis zur Achse des Bösen auch ein Motor geliefert würde. Washington kam jedem, der Aufklärung verlangte, lange mit dem Satz, man solle doch mal an die Hinterbliebenen denken. Aber was, wenn man selber einer der Hinterbliebenen war? Oder anders gefragt, wer sind denn eigentlich die Hinterbliebenen des 11. September? Sind es nur jene, die von sich sagen können, den Trümmern des World Trade Centers gerade noch lebend entkommen zu sein, bevor die Schwerkraft Erstaunliches leistete? Sind es nur die, die am 11. September einen Freund, einen Bekannten oder einen Verwandten verloren haben? Oder sind die Hinterbliebenen weit mehr Menschen? Sind die Hinterbliebenen vielleicht alle, die sich nach dem 11. September mit irgendeiner negativen Veränderung ihres Lebens ganz persönlich auseinandersetzen müssen? Einer Veränderung, die direkt mit dem 11. September in Zusammenhang steht. Wenn dem so ist, so gibt es weit mehr Hinterbliebene, als man bei rund 3000 direkten Opfern in New York City annehmen würde. Die Hinterbliebenen sind in Wirklichkeit alle, die nach dem 11. September, aber wegen des 11. Septembers zum Beispiel in einen Krieg verwickelt wurden, dort Verwundungen erlitten oder ebenfalls Angehörige verloren haben. Die Hinterbliebenen sind die Opfer des Ersten und Zweiten Irakkrieges. Die Hinterbliebenen sind jene Menschen, die durch unsere Präsenz, zum Beispiel am Hindu-Push, trotz humanitären Einsatzes nur zu Schaden gekommen sind, beim Brunnenbau mit Apache-Hubschraubern, Splitterbomben und Landminen. Die Hinterbliebenen sind aber auch die Soldaten sämtlicher Nationen, die man mit dem Satz, wer nicht für uns ist, ist gegen uns, an die Front schickte und schickt. Dieser Satz, wer nicht für uns ist, ist gegen uns, ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Totschlagargument. Die Hinterbliebenen sind all jene, die Wurzeln haben, die im weitesten Sinne nicht US-amerikanisch oder christlich sind, sondern eher auf Restweltbürger oder Moslem schließen lassen. Die Hinterbliebenen sind all jene, die seit 10 Jahren ohne Anwalt, ohne Anklage und ohne Kontakt zur Außenwelt in Guantanamo verschimmeln. Ein völkerrechtlicher Skandal von historischem Ausmaß und eine bis dato einmalige Untätigkeit der Justiz, wenn man bedenkt, dass allein 70% aller weltweit registrierten Anwälte in den USA arbeiten. Wo sind diese Experten für Recht und damit Gerechtigkeit eigentlich? Ich frage Sie, liebe Juristen, ganz direkt. Wo bleibt Ihre Sammelklage, schon um den eigenen Berufsstand vom Regime im Weißen Haus oder besser Pentagon zu schützen? Die Hinterbliebenen sind aber auch all jene, denen man via Antiterrorgesetze die Grundrechte beschneidet oder aufgehoben hat.
Damit sind auch wir in Deutschland die Hinterbliebenen, denn das Gesetz zur Datenvorratsspeicherung, ursprünglich mal als Ad-hoc-Maßnahme mit Verfallsdatum geplant, geht in seine dritte Verlängerung. Es wird durchgewunken, ohne dass man groß drüber spricht. Von ursprünglich 5 Jahren Richtung Open End. Und was heißt das konkret? Dass der Gesetzgeber auch bei uns, dem Rechtsstaat BRD oder muss man sagen Reststaat GmbH, von jedem Bürger das Telefon anzapfen, den Rechner hacken, die Kontodaten einsehen und Bewegungsprofile erstellen kann. Ohne richterlichen Beschluss, versteht sich, und auch ohne, dass ein Richter im Nachhinein mal Einsicht verlangen dürfte, denn er erfährt überhaupt nichts davon. Warum? Weil wir selber, die Bürger, nichts davon erfahren, und wo kein Kläger, da kein Richter. Ganz simpel. Im ganzen Satz. Der Gesetzgeber, der ursprünglich für das Gesetz steht, also den Rechtsstaat, bricht selber das Gesetz, indem er ein als Sondermaßnahme erdachtes Gesetz einfach willkürlich verlängert und damit jeden Bürger unter Generalverdacht stellt. Wegen der Hinterbliebenen, richtig? Wir alle sind die Hinterbliebenen des 11. September, denn das Recht bleibt auf der Strecke. Das Argument, die Situation erfordert das, ist so glaubwürdig wie: Gib mir 19 Teppichmesser und eine Höhle in den Bergen Afghanistans und ich zeige dir, wie man ausgerechnet das Land 2 Stunden lang militärisch vorführt, das über das modernste Abwehrsystem der Welt, über 20.000 Atomsprengköpfe und satellitengestützte Luftraumüberwachung verfügt, rund um die Uhr, also immer. Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu bekommen, wird am Ende beides verlieren. Dieser Satz von Benjamin Franklin, einem der Gründerväter der USA, sollte man unseren Volksvertretern auf die Stirn tätowieren, damit sie ihn sich gegenseitig vorlesen können. Bis das der Fall ist, können wir, die Hinterbliebenen, aber eben nicht Zurückgebliebenen, nur eines tun. Unsere Regierung auf der Straße auffordern, eine neue rechtsstaatliche Untersuchung des Falles 11. September zu fordern. Denn auch wenn der Anschlag in den USA verübt wurde, wurde er uns doch als Angriff auf die gesamte westliche Welt verkauft. Uneingeschränkte Solidarität heißt nicht zwingend eingeschränkte Intelligenz. Wäre der seinerzeit in Manhattan Süd arbeitende TV-Kommissar Theo Kojak noch am Leben, würde er sich in einer Sonderfolge der Serie das Protokoll 9/11 kommen lassen, um es mit dem Satz in die Tonne zu kloppen: Jetzt ist Schluss mit der Märchenstunde. Dann würde sich Kojak und sein Team erneut an den Fall machen. Er würde im Dreck wühlen. Würde die aktuelle US-Administration dann einen Stellvertreter in Theos Serienbüro schicken, um den Mann mit Glatze und Lolli im Mund einzuschüchtern, zum Beispiel mit dem Hinweis: Finger weg, Kojak, oder wir machen sie fertig. Viele in der Serie die obligatorische Bemerkung des Kommissars: Ist es wahr? Wahr ist leider nur sehr wenig im 2004 veröffentlichten Abschlussbericht 9/11. Und so können wir, die Hinterbliebenen, nur hoffen, dass die kritische Masse derer, denen das, was man uns als offizielle Version seit Jahren auftischt, so groß wird, dass es zu einer Kettenreaktion kommt. Einer, der den bis heute unaufgeklärten Massenmord des Jahrhunderts neu aufrollt. Nichts anderes ist der 11. September 2001 nämlich. Ein offener Mordfall. Mord ist juristisch, wenn man den Tod eines oder mehrerer Menschen bewusst plant und ausführt. Wenn wir uns nicht beeilen, wird uns Hollywood mit der Aufklärung zuvorkommen und dann ist kaum noch was zu holen. Denn Terror in Verbindung mit Popcorn ist eine Mischung, die ähnlich unkaputtbar ist wie die 3 Blackboxen der am 11. September zerschellten Flugzeuge, die man, wieder ein Zufall, allesamt nicht finden oder auslesen konnte. Happy Birthday, Terrorlüge. Du wirst 10 Jahre alt. Happy Birthday, 11. September. Und wie würde der Franzl sagen, der ja immer noch am 11. September Geburtstag hat? Vergesst's, was sie schreiben, geht's raus und spielt's Fußball. Modifizieren wir diese Aussage. Vergesst, was sie schreiben, geht raus und stellt Fragen. Es muss eine Anstrengung dahin gehen, dass wir über den Bürgerjournalismus wieder zurückfinden zu etablierten Medien, die ihre Arbeit machen, so wie sie gemeint war, nicht so wie sie heute gemacht wird. Ich habe jetzt die letzten Monate ungefähr 100 Piloten befragt, was die davon halten, und 95% haben gesagt, das ist nicht möglich. Aufgrund der Luftdichte auf ungefähr 200-300 Meter Höhe kann ein Flugzeug dieser Größe diese Geschwindigkeit nicht erreichen. Weiter oben auf Reiseflughöhe, 10, 12, 13 Kilometer, ist die Luft so dünn, dass der Flieger so schnell fliegen kann. Aber sogar Boeing selber gibt an, dass ein Flugzeug in dieser Höhe nicht so schnell fliegen kann. Die Experten sagen alle aus, es ist nicht möglich, dass ein Flugzeug so schnell fliegt. Jeder von Ihnen ist in der Lage, mit einem 2-Kilo-Hammer ein Flugzeug in 10 Minuten flugunfähig zu machen. Wenn Sie mal im Flieger sitzen und auf die Tragfläche schauen, zufällig über den Tragflächen, da gibt es Aufkleber, da steht drauf No Step. Da darf man nicht draufsteigen, weil das so dünn ist, dass es sonst beschädigt wird und eben Probleme beursachen kann. Beim Thema Vogelschlag wird auch klar,
was ein einziges Tier mit ein paar Kilogramm Gewicht auslösen kann, wenn es mit so einem Flugzeug kollidiert. Das nächste Bild ist etwas tragisch, ich gebe es zu, aber es ist umso klarer, was man erkennen kann. Das war irgendein Pelikan oder größerer Vogel, der da quasi noch halb in dem Flieger drin hängt. Hier, da sind die Beine noch und das alles. Also da sieht man mal, was ein Vogel alleine, Weichgewebe, Federn, Haut, Knochen, was der an Zerstörungen alleine schon bei Aluminium auslösen kann.